Ich begrüße euch ganz herzlich. Das heutige Thema dreht sich um die Angst und um die Liebe. Da sind eine ganze Menge Fragen dazu reingekommen bei mir und viele Gespräche haben stattgefunden, wo dieses Thema Angst im Mittelpunkt stand. Das ganze Interesse in unserem Leben ist mehr oder weniger bewusst oder unbewusst, ein Leben zu haben, das glücklich ist, frei von Angst. Wenn wir genau hinschauen, dann ist unser Leben sehr stark durch die Angst geprägt. Die Angst kann sich auf ganz verschiedene Arten ausdrücken. Zum Beispiel Angst vor Verluste, Verlustängste, Eifersucht, Depression, Schmerzen, nicht geliebt zu werden, und wenn du in deinem Leben jetzt schaust, was da ist, was du am liebsten nicht haben möchtest, und mal betrachtest, was der Grund ist, der Grund oder ob das auch ein Ausdruck der Angst ist. Ich habe mal gehört, im Leben gibt es nur die Liebe und die Angst, die beiden Seiten. Liebe und Angst, die Dualität. Die eine Seite ist die Liebe und die andere Seite ist die Angst. Und das letzte Gespräch, ich habe die Fragen jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich denke, die kommen jetzt langsam, im Augenblick weiß ich kaum noch welche. Aber im letzten Gespräch war das so, Tochter, Mutter und Schwester. Die Tochter wollte immer irgendwas tun oder macht auch immer etwas, um von der Mutter geliebt zu werden. Und das Gleiche macht sie auch für die Schwester. Und was sie immer erfährt, dass sie eine gewisse Ablehnung bekommt von der Mutter, von der Schwester oder auch Zurechtweisungen. Und dieses ganze Bemühen führt eigentlich mehr dazu, dass da ein Widerstand entsteht. Also genau das Gegenteil, was sie eigentlich möchte, nämlich, dass sie geliebt wird, dass Harmonie entstehen kann, dass wieder ein Austausch stattfinden kann zwischen allen dreien, ohne dass da eine Mauer ist, ohne etwas, was dazwischen steht. Und das kennen wir alle. Wir tun alle ganz viel dafür, dass wir geliebt werden, dass wir angenommen werden, dass wir in Frieden sein können mit unseren Verwandten, mit unseren Freunden und mit dem Arbeitgeber. Überall ist das gleiche Phänomen. Schau einfach mal, wenn ich jetzt so drüber spreche, von einzelnen Personen oder auch von mir, von meinen Erfahrungen, von meinen Erlebnissen aus meinem Leben, was das oder wo du dazu in Bezug hast. Weil das sind ja Themen oder das sind alles Bereiche, wo jeder ja in einer bestimmten Weise angesprochen wird. Und ich möchte also nur vielleicht in diesem Beispiel jetzt auch sagen, dass wir bestimmte Dinge gar nicht in der Hand haben. Wir können uns schon
einbringen und versuchen, Harmonie und Liebe zu erzeugen bei den anderen und dass wir es auch wieder bekommen. Aber das ist immer an der Oberfläche. Das geschieht immer in einem Bereich, wo man eigentlich gar nichts verändern kann. Ich finde nicht, dass man gar nichts machen soll. Doch, man kann das machen, was man machen kann, aber auf jeden Fall auch wieder loslassen und nichts erzwingen. Und manchmal ist es ganz gut, wenn man gar nichts macht. Wenn man einfach bei sich ist und man merkt, man versucht so, dass ein guter Austausch jetzt mit der Mutter und mit der Schwester stattfinden kann, aber wenn da nur Opposition ist, Widerstand da ist, dann macht es nicht viel Sinn, dagegen anzugehen. Ich habe das mal in dieses Chart hier, diese Grafik, die ich immer ganz gerne verwende, um das mal klar zu machen, auch mit der Angst, wo die herkommt und wie die auch entstanden ist. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, wo deine Angst hergekommen ist, aber jeder, wenn man das etwas versteht, diese Zusammenhänge des Lebens und warum das Leben so abläuft und wo es auch heißt, wir haben eigentlich gar keinen freien Willen, das geschieht einfach, wir sind gelenkt, das ist ganz gut, das auch wirklich mal zu durchdenken und zu verstehen, um Licht in das eigene Leben zu bekommen. Dieses, ja, vielleicht wenn ihr es von den anderen Videos gesehen habt, schon nicht, dass ja dieses Stellt unseren Soll uns grafisch, so auch das ist ja nur so ein Denkmuster, nicht so eine Idee, um das besser zu verstehen. Die Wirklichkeit ist ein bisschen anders. Aber das ist so, wenn das unser Geist ist und das soll unser Nervensystem, unser Körper darstellen, hier, Geist, Körper, und die gehören ja zusammen. Das, was hier passiert, passiert auch hier. Und diese Kreise, da wo ich so ein Kreuz reingemacht habe, das sollen die Stress und Verspannung sein. Und das kann man vergleichen auch mit einem Computer und der Software. Der Computer ist unser Geist. Durch den alles geschehen kann. Und die Software sind die Programme, die wir uns selbst schreiben, die wir selbst uns erdacht haben oder selbst fertiggestellt haben. Das ist zum Beispiel, wenn man eine Arbeit vollbringt und man macht die Arbeit in bestimmte Folge so nicht und dann gibt es dann auch da so Stress so nicht so, dann kommt jemand, der Chef oder so, ein Mitarbeiter, macht Stress und das passiert immer wieder so, dass da so ein Stress entsteht. Und das hinterlässt Spuren im Nervensystem, das ist so ein Muster. Und dadurch, dass wir das Muster nicht gleich wieder lösen können, sind wir geprägt durch dieses Muster. Und dann ist das später so, man sieht den Chef oder den Mitarbeiter und schon wird dieses Muster wieder belebt. Nur durch das Sehen, wir haben noch gar nichts gesagt, durch das Sehen wird es belebt und dann kriegt man vielleicht eine Gänsehaut. Und dass etwas passiert. Das ist auch Angst. Und so haben wir jeder hat durch sein Leben, durch dieses Leben und durch alles seine Leben in der Vergangenheit, durch alle Leben in der Vergangenheit bestimmte Programme geschaffen, bestimmte Muster abgespeichert und die immer wieder aktiv werden, wenn bestimmte Situationen da sind. Das heißt, wenn wir Angst haben, dann haben wir uns vielleicht im früheren Leben, vielleicht jemand ist vergewaltigt worden und dass denn dieser Eindruck ist abgespeichert und heute wundert man sich, warum man keine Beziehung eingehen kann. Sowas hatte ich jetzt auch gerade im Gespräch. Das ist abgespeichert vom früheren Leben in uns auf der feinsten Ebene und diese Abspeicherung, dieses Muster, lässt uns in einer bestimmten Weise reagieren. Und alle die ganzen Ängste, Angst, die Kinder vor der Schule, vor den Eltern vielleicht auch, Angst vor den großen Kindern, weil sie mal geschlagen worden sind, Erwachsene,
weil sie mal Pech gehabt haben, Beziehungen, wo der eine den anderen enttäuscht hat. Alles sind Muster, die hier gespeichert worden sind und die sich schon abgespeichert sind. Und das sind die Programme, die ständig laufen. Unser Bewusstsein, das ist ein Körper, aber weil wir die Körper-Geist-Koordination haben, ist unser Geist immer davon beeinflusst, auch was wir in der Vergangenheit abgespeichert haben. Wir können uns manchmal nicht erklären, warum wir in bestimmten Situationen so reagieren oder so reagieren. Ich hatte mal die Erfahrung, mit 5, 6 Jahren, da hat der Friseur, bei dem ich war, um meine Haare schneiden zu lassen, hat er mir mit der Bürste einen auf den Kopf gehauen. Und dieses Muster, dieses Eindruck, den ich da bekommen habe, das wurde immer belebt, wenn ich beim Friseur war. Da kriege ich immer eine Gänsehaut oder ich kriege irgendwie so eine Schweißanwallung so, oder so Hitzeanwallung so in mir. Ich weiß gar nicht, was das immer war. Immer wieder, bis mir das mal klar geworden ist, dass das diese Erfahrung war, die ich mal gemacht habe, wo mein Körper, mein Geist heute noch darauf reagieren. Heute nicht mehr so stark, weil das gelöst ist. Aber bestimmte bisschen merke ich immer noch. Und so hat jeder hat so sein eigenes Programm geschrieben, durch seine Erfahrungen. Und das Programm ist also festgelegt. Und das ist genauso wie im Computer die Software, die Programme, die geschrieben worden sind, damit wir mit dem Computer arbeiten können, die sind da. Und denn, je nachdem, was da geschrieben ist, so ein Schreibprogramm, da können wir wunderbar mit schreiben. Und wenn so ein Eifersüchtigkeitsprogramm wir in uns haben, dann werden wir immer eifersüchtig sein, egal mit wem wir zusammen sind. Weil immer diese Erinnerung aus der Vergangenheit kommt und uns daran erinnert, bewusst oder auch unbewusst. Und dann, viele gehen dann zum Psychologen und sagen, ja, ich habe immer das, diese Reaktion, weiß gar nicht, wo das hergekommen ist. Und dann fängt der Psychologe an zu forschen, macht vielleicht eine Hypnose und alles Mögliche, um diesen Stress, diesen Eindruck, den wir vielleicht aus dem früheren Leben haben, irgendwie ausfindig zu machen und ans Licht zu bringen. Sehr mühsam, sehr zeitaufwendig und geldaufwendig. Kostet meistens mal sehr viel Geld und meistens bringt es gar nichts. Selbst ist der Mann, selbst ist die Frau. Wir können das selbst regeln und uns selbst. Alles geschieht durch das Selbst. Der Computer, wo alles ausgeführt wird durch, beziehungsweise wir können sagen, wir schieben da so ein Programm rein, nicht so eine CD oder so ein Stick mit all diesen Informationen. Das ist hier, dieses Programm, was wir haben. Und dann da kommt, und die beiden, wenn die beiden zusammenkommen, der Computer, nicht, das Gerüst jetzt, wo das verarbeitet werden kann, das Programm. Und das ist auch hier, bei uns ist das Bewusstsein, dieses Bewusstsein, wo dann alles drin und stattfindet. Und dann haben wir die Erfahrung. Das heißt, man kann auch sagen, das Bewusstsein muss immer da sein, damit unsere Handlungen stattfinden können, damit unsere Reaktionen stattfinden können. Das Bewusstsein. Und das Bewusstsein ist in Abhängigkeit von unseren Erfahrungen, von unseren Eindrücken aus der Vergangenheit. Wenn wir ganz viel Ängste in uns haben, dann ist das auch in unserem Bewusstsein, hat das eine Auswirkung auf unser Bewusstsein, das ist dann sehr stark eingeschränkt, sehr stark begrenzt. Und wir können das Bewusstsein auch gar nicht groß selbst vergrößern. Das ist einfach begrenzt. Es ist festgelegt durch die Stress und Verspannungen, durch die Software, die wir uns geschaffen haben. Da ist nicht jemand außerhalb von uns, auch wenn es manchmal so scheint, dass es von außen kommt. Nein, alles haben wir uns selbst geschaffen. Alle Stress und Verspannungen, die wir haben, haben wir uns selbst geschaffen. Und dieses Bewusstsein, was wir haben, so, das sehen wir auch bei uns und auch bei anderen Leuten so nicht, die können einfach nicht über ihren Schatten springen. Das müssen wir gar nicht verurteilen, weil die können ja nicht anders. Die können nicht über den Tellerrand schauen. Die sehen immer nur ihre Welt, die ja auch bestimmt ist durch diese Stress und Verspannung, die sie bekommen haben, durch ihre Erziehung, durch Unfälle, durch Krankheiten. Alles, das ganze Erfahrungsspektrum drückt sich
was sie in der Vergangenheit gehabt haben, drückt sich in ihrem Verhalten, in ihrem Denken und in ihren Handlungen heute aus. Wenn da also Angst ist oder dieses Problem jetzt in der Beziehung zur Mutter, zur Schwester, und dann muss man auch verstehen, die Mutter hat ihr Programm. Die kann auch nicht sagen, oh, du liebst du, ich liebe dich über alles so nicht und du bist mein Schatz und so nicht. Nein, aus irgendeinem Grund kann sie das vielleicht gar nicht. Und die Schwester kann auch nicht sagen, du hast alles vergessen, so die Erfahrung, die wir zusammen gemacht haben, ist alles vergessen, nur ich denke immer dran, ich liebe dich und du bist meine Schwester und wir gehen durch dick und dünn. Geht nicht, weil dieses Programm hier ist. Und so musst du auch bei dir oder kannst du bei dir auch schauen, das sind Programme, die dich in einer bestimmten Art, Weise reagieren lassen und in einer bestimmten Weise immer wieder denken lassen und auch immer, manchmal auch so, dass man immer wieder im Kreis ist, so nicht, wo man sagt, Hamsterrad, komm mal in die aus dem Hamsterrad. Das hängt einfach damit zusammen, weil diese Muster hier sind, nicht? Diese Stress und Verspannungen, ganz Traumata, alle ganzen Erinnerungen von den Vergewaltigungen, von diesen Ehebrüchen, von Unfällen, Krebs und so, vielleicht ist jemand gestorben in der Familie, ganz schrecklich. Alles ist da. Und dann sagt ja auch der Balsiker, wir haben keinen freien Willen und andere auch. Wir werden gesteuert. Das geht, wird, da haben wir keinen Einfluss drauf. Das ist passiert, so, wir haben ein Programm und so. Und da haben wir auch festgestellt, dass Gedanken, bevor sie uns bewusst sind, schon da sind. Und dann handeln wir in einer bestimmten Weise, wie die Gedanken da sind. Da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Das heißt dann zum Beispiel hier, so ein Gedanke, der ist hier so im Unterbewusstsein, der zeigt schon an, wie man denn hier an der Oberfläche, wenn er uns bewusst wird, so dass wir in eine bestimmte Richtung handeln. Aber, da sage ich jetzt mal aber zu, dieser Gedanke hier, der ist schon beeinflusst von unserem Programm, was wir uns selbst geschrieben haben. Wir haben uns das Programm geschrieben, nicht? Das heißt, wir haben Handlung vollbracht und haben daraus Erfahrungen gesammelt. Vielleicht zum Beispiel ein Beispiel, ich sage mal ein Beispiel. Beispiele sind immer ganz gut. Und dann nehme ich mal krasse Beispiele, damit man es besser versteht. Dass jemand, der ermordet jemand, bringt jemanden um. Das sind also die beiden da, der Ermordete und der Mörder. Detlefsen sagt dazu, der Ermordete hat sich den Mörder ausgesucht. Das ist rein karmisch. Aber da müssen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, aber für den, der ermordet worden ist, das ist wahnsinniger Stress. Und der gemordet hat, ist es auch ein wahnsinniger Stress. Und dieser Stress, der ist hier in dem System, der ermordet worden ist, nimmt auch diese Information, dass er jetzt getötet worden ist, mit. Und das hat auch wieder einen Einfluss auf das nächste Leben. Und der gemordet hat, der hat auch einen dicken Stress. Vielleicht landet ihr auch, kommt es raus, nicht, weil alles geht letztlich wieder auf. Ich sage mal, das Leben ist perfekt. Hört sich grausam jetzt an, aber wenn man das wirklich durchleuchtet, und ich habe das für mich selbst und für mich mein eigenes Leben so durchleuchtet, dass es da im Leben keine Fehler gibt für mich. Auch wenn ich sage, dieses falsche Handeln und so, das ist nicht richtig und das hat dann die Folgen so und so, aber wenn ich jetzt diese falschen Handlungen betrachte und ich kriege dann Krebs, was ich auch hatte, dann ist das die Folge aus meinen Handlungen. Und das ist gerecht, weil dadurch wieder ein Ausgleich stattfindet. Jetzt der Krebs ist ein Ausgleich dafür, dass ich in der Vergangenheit was verkehrt gemacht habe. Und das Ganze ist hier abgespeichert. Ich habe einen Unfall gehabt, nicht? Der musste passieren, vom Jyotish, östliche Astrologie. Haben mir mehrere Astrologen gesagt, der Unfall, der musste passieren, weil die Konstellation, ich gucke ja zu den Planeten, die Konstellation, die war in der bestimmten Weise, aber die drückt ja auch nur das aus, weil meine Handlungen in der Vergangenheit so und so waren, ist diese Konstellation so, dass mir in diesem Leben wieder das und das passiert. Da ist also nichts verkehrt, das läuft alles so. Und dennoch mache ich da auch noch einen Unterschied mit dem Verkehrt und mit dem Richtigen. Aber jetzt so, wenn wir dieses ganze Programm, und ich denke, das habt ihr jetzt vielleicht ein bisschen verstanden auch so, nicht, dass wir alle programmiert sind. Wir sind alle hypnotisiert durch die Welt, mit der wir uns identifizieren.
Und solange wir uns mit der Welt identifizieren, das heißt auch mit unserer Stressstörung, mit unseren Ängsten, nicht? Wenn wir Ängste haben, dann gehen wir in den Widerstand und dann kämpfen wir dagegen an und wollen die Ängste loswerden, weil die ist ja nicht schön, so nicht. Und dieser Widerstand erzeugt wieder, dass hier ein Stress im Nervensystem entsteht und dass da auch wieder die Angst noch stärker wird. Wenn wir es schaffen, die Angst anzunehmen, sie zu akzeptieren, sie in die Arme zu nehmen, sie als Freund zu betrachten, ist nicht einfach. Aber mit dem Wissen, was wir heute bekommen, und das richtig durchleuchten, dann kommt da Licht rein und dieses Licht kann bewirken, dass dieser Stress, diese Verspannung und dieses Missverstehen, das nicht richtige Verstehen aufgelöst wird. Probier das einfach aus. Einfach dieses Wissen, das Verstehen, und das ist wie Licht, das ist wie das göttliche Licht, dass das erhellt, das ganze Gebiet, dieses Wissensgebiet, das, was hier passiert und hier. Und dadurch bekommen wir schon eine andere Sicht. Und durch eine andere Sicht ist auch eine Möglichkeit, dass wir uns anders verhalten. Viele Leute meditieren schon ganz lange. Und da sind immer noch Stress und Verspannung da. Die meditieren und haben auch schon ganz viel gelöst. Aber bestimmte Muster sind immer noch da. Und wenn sie aus der Meditation herauskommen, dann denken sie nicht mal an eine Meditation und so. Und dann machen sie diese Muster gleich wieder bemerkbar. Und dann spult das wieder ab, so nicht? Aktion, Reaktion, nicht? Also die Erinnerung, so, oh, der hat mich verletzt, so nicht? Und auf den bin ich sauer, so. Und dann muss ich den auch wieder verletzen, so. So funktioniert das nicht. Aber es wird gemacht. Wenn ich beleidigt werde, denn die typische Reaktion, ich werde den anderen auch beleidigen. Das passiert solange wir diese Verspannungen, diese Stresse, diese Traumata in unserem Nervensystem haben. Und auch so diese Idee jetzt, so man mit dem Satz sagen, der Raum ist ruhig, alle Leute machen die Augen zu, sind bei sich selbst. Und wenn diese hier sind, und gerade durch die Stille werden die lebendig, das sind wie schlafende Elefanten, die dann lebendig werden durch die Stille, und dann plötzlich kommen wieder die Gedanken. Gedanken. Und da versucht man durch Gedanken jetzt mit anderen Gedanken dagegen anzusteuern und sagt, nein, ich darf keine Gedanken haben, ich muss still sein. Nein, das funktioniert nicht. Wir können nicht die wirkliche Stille erreichen auf der Ebene des Denkens, Fühlens und Handelns. Das läuft immer hier so. Das ist alles hier so in diesem groben Bereich, in diesem gröberen Bereich und gesteuert von den Stress und Verspannungen. Und die einzige Möglichkeit, also für mich, nicht, und das ist für mich so klar, so, ich habe mich da so viel mit beschäftigt auch, so, und deshalb drücke ich das auch ziemlich klar mal aus, die einzige Möglichkeit ist zu transzendieren. Transzendieren heißt, mit dem Geist, ich mache es mit der transzendentalen Meditation, dass ich transzendiere, und das habe ich vom ersten Tag, das war ein Erwachen für mich, vom ersten Tag, als ich anfing mit der transzendentalen Meditation, dass ich in diesen Zustand kam. Von der Stille, der transzendentalen Stille. Und was dann passiert, das ist so eine Bewusstseinserweiterung. Vorher ist das so begrenzt und dann findet eine Bewusstseinserweiterung statt. Und diese Erweiterung ermöglicht es, dass diese Stress und Verspannung, die ja im Nervensystem sind, wir haben ja diese Körper-Geist-Koordination, wenn ich im Geist zur Ruhe komme, kommt auch der Körper zur Ruhe und diese tiefe Ruhe löst die tief sitzende Stresse und dann werden die aufgelöst. Das kann kein Psychologe, weil er gar nicht weiß, wo ich mein Traumata habe, wo die Angst jetzt wirklich herkommt. Und da muss ich mich auch gar nicht drum kümmern. Im Prinzip ist es ganz einfach, es hört sich so vielleicht ein bisschen kompliziert und alles an, was da alles gemacht werden muss. Im Prinzip ist es eigentlich so, die Worte sollen eigentlich nur eine Inspiration sein, dass man gar nichts macht, so in einen Zustand kommt, wo man gar nichts macht. Und dann kann alles passieren, alles ist möglich. Und wir können zum Beispiel, was ich sagte, wir können nicht durch Gedanken, Gefühle und irgendwelchen Handlungen oder so, Konzentration, Kontemplation, Meditation und so, transzendieren, in diesen Zustand von diesem Nichtstun zu kommen, was auch wie Vedanta beschrieben ist, Nichtstun. Wir können dahin kommen, indem wir in den Zustand von Nichts und indem wir uns darauf vorbereiten, zu transzendieren. Wir bereiten uns hier, das ist hier der ganze Bereich, so das Veda, also oder die vedische Literatur, ich studiere die vedische Literatur, und dann bereite ich mich darauf vor, in diesen Zustand von dem Nichtstun zu kommen.
Und das Nichtstun, das ist hier, in diesem Bereich hier, das habe ich hier mal so aufgeführt, so mit diesen Wellen, könnt ihr das sehen, mit den Wellen hier unten, hier hat das Gedanken noch Formen, 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 Formen. Die werden immer feiner, so feiner, feiner sind, aber noch eine Form. Und dann hier, da sind die Gedanken formlos. Die Angst, ich höre noch, hatte Angst, oh Angst nicht, und Eifersucht und Schmerzen, so alles, so Gefühle, so alles, das spielt sich hier ab und das geht bis hier und hier löst sich das auf, hier, an dem Punkt. Und deshalb sagt man ja auch, das Studium der Veden oder das vedische Wissen ist hier, denn hier an dem Punkt, und da ist gar nichts mehr. Denn es hat sich jetzt alles auf die Form, die konkreten Formen haben sich aufgelöst und gehen ins Formlose. Das ist im transzendentalen Bereich, im einheitlichen Feld, sagen wir dazu, einheitliches Feld. Da ist auch eine Dynamik und eine Manifestation da. Die Dynamik, so das ist die Manifestation und eine Stille. Die Dynamik und Stille ist da, die sich abwechseln. Und die aber, wie ich das auch erfahre, zu so einer Einheit sind dann. Und das ist aber jenseits von Zeit und Raum. Was passiert, wenn wir nichts mehr tun? Und das geschieht automatisch, ohne Tun rutscht man da rein. Und es passiert, manche sagen, es ist ein Segen, dann kommen wir da rein. Und wenn wir da reinkommen, das ist die Möglichkeit, wo alles ändert sich, alles verändern kann. Weil Transformation von einer Angst in einer Nicht-Angst ist nur möglich, wenn wir transzendieren. Das Transzendieren, ich mache es geistig und ich erwähne es gerade, weil ich habe gerade auf Facebook von jemandem gelesen, weil da ist manchmal so viel Missverständnis da und dann auch immer wieder die gleichen Fragen kommen auf, immer die gleichen und das, die gleichen, ich wundere mich manchmal so, da habe ich, mache ich eine, schreibe eine Antwort, so wie ich das sehe und verstehe nicht und dann werde ich wieder angesprochen und dann werde ich wieder mit dem gleichen konfrontiert, was ich gerade am Tag vorher oder auch gleich an dem ein paar Stunden vorher gesagt habe. Das heißt, ich nehme das nicht für mich in Anspruch, dass jemand das alles annimmt, was ich sage, das musst du auch nicht, du musst das gar nicht annehmen, gar nichts. Aber was ich möchte, oder was passiert, wenn du dich darauf einlässt, jetzt auf das, was ich hier sage, dann wirst du all das, was ich sage, in dir selbst wiederfinden. Und darum geht es. Das geht nicht darum, dass irgendjemand dir sagt, was du zu tun hast. Das ist nur eine Inspiration, eine Erinnerung an dich, dass du ein göttliches, lichtvolles Wesen bist. Dass du bist auch erleuchtet, egal wo du stehst. Jeder ist erleuchtet. Weil dieses erleuchtet heißt ja, dieses göttliche Licht ist in uns. Nur wenn wir dieses hier noch haben, diese Stress und Verspannung noch haben, dann ist uns das nicht bewusst, dass wir erleuchtet sind, dass wir leuchtende, strahlende Wesen sind. Aber jeder ist es. Ich bin da nicht mehr als du. Auch wenn ich jetzt dies so erwähne. Das ist irgendwie mein Job. Und das geht mir, und das jetzt sage ich es auch nochmal ganz klar, ich habe schon mal vorher gesagt, ich will nichts verkaufen. Auch wenn ich sage, transzendentale Meditation, ich sage, das ist die beste Technik, die auf dem Markt ist, das sage ich, weil ich meine Erfahrung damit gemacht habe. Und das sage ich, weil ich auch andere Techniken mal angeschaut habe und gucke, wie die funktionieren. Und ich bin auch bei ganz vielen Techniken zu dem Resultat gekommen, dass ich die alle in der Transzendentalen, diese Technik, die ich jetzt habe, wiederfinde. Das war immer ein Thema für mich, warum es so viele Techniken gibt oder so viele verschiedene Wege. Und ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, das sind nicht viele Wege. Eigentlich gibt es einen Weg für jeden. Jeder sagt, jeder geht seinen eigenen Weg. Aber diese Wege, das ist das hier, die Stress und Verspannung. Das machen die Wege aus. Deshalb muss einer viel Kuchen essen vielleicht und der andere muss das machen, um vielleicht zu erwachen. Der eine muss von der Biene gestochen werden, der eine muss im Schweigeretreat sein, der andere muss in der Höhle sitzen und der andere so. Und da glaubt man so, oder der eine macht Tantra und einer macht das und der macht das und das. Und jeder sagt von sich, das ist das Beste, was ich mache und da komme ich zur Erleuchtung, dadurch erwache ich. Und so genauso mache ich das auch. Ich verdamme niemanden oder schätze ihn nicht wert, wenn er was anderes macht. Nein, das habe ich früher mal gemacht. Ich habe ihm gedacht,
Meditierst du, machst du TM, machst du Tantra-Meditation, dann war schon mal für mich klar, mit dem kann ich mich gut austauschen, so, und der versteht, was ich meine und so. Und, aber jetzt das hat sich ja geändert bei mir. Ich entwickle mich ja auch, jeder entwickelt sich. Und das hört ja nie auf, die Entwicklung hört ja nie auf, es geht immer weiter. Und ich habe jetzt auch erkannt, bei ganz vielen Techniken oder ganz vielen Wegen, auch da ist da die transzendentale Meditation. Zum Beispiel bei den. Ich meine, das ist ein bestimmtes Magenzeichen, jetzt so wie es vom Rishi kommt, so nicht transzendentale Meditation und so, da weiß man genau, es ist eine geistige Technik, Mantra ohne Bedeutung, nicht, oder die Bedeutung ist nicht bekannt und dadurch ist es möglich, auf einfachen Wege zu transzendieren. Aber ich habe das zum Beispiel auch erfahren beim Samadhan mal. Da war ich so und da hatte ich so, ja, Angst, so unglaubliche Ängste, nicht? Gerade das ist unser Thema, die dunkle Nacht, so nicht die dunklen Nächte oder die dunklen Jahre, darüber habe ich ein Video drüber gemacht. Also ich war so geprägt von der Angst und ich konnte keine Augen zukriegen. Weil die Angst sofort da war, ich habe dann Bilder gesehen, es war immer eine Angst, ich kam überhaupt nicht mehr aus dieser Angst raus und ich wollte schon gar nicht mehr leben, weil so viel Angst da war. Und da habe ich beim Samadhan so eine Sitzung gehabt so nicht, und er hat gesagt, mach die Augen und ich hatte Vertrauen zum Samadhan. Und da habe ich gemerkt, so durch seine Gegenwart und durch so eine Anweisung bin ich dann Schritt für Schritt in diesen Zustand gekommen, wo ich transzendiere. Und das habe ich auch bei anderen Leuten im Gespräch erfahren und mitbekommen. Die machen auch den Weg der Transzendenz. Und wenn du also über das Gefühl, das war ja beim Samadhan jetzt so, mehr das Gefühl, die Stille und das Gefühl, dass man dadurch transzendiert, ist fein. Ich sagte, geistiger Weg ist leichter als jetzt durchs Gefühl, weil Gefühl ist ja so eine Begrenzung. Der Geist, die Natur des Geistes ist diese Unbegrenztheit. Und da wird also die Natur des Geistes benutzt, einfach um jetzt ganz schnell zu transzendieren. Und deshalb hat das bei mir auch und bei allen Leuten, die ich jetzt auch hier eingeführt habe, funktioniert, dass sie schon am Einführungstag transzendiert haben. Und darum geht es ja nicht. Und das geht ja auch nicht gar nicht so um dieses Transzendieren, gut, das heben wir mal so hervor. Aber das Wesentliche ist doch, dass diese Stress und Verspannung aus uns herauskommen. Die Meditation betrachte ich so, auch die transzendentale Meditation oder den Yoga-Weg, nicht um den achtgliedrigen Yoga, so nicht wie von Patanjali gelehrt wurde auch so nicht. Und auch da ist das Transzendieren an erster Stelle. Erst transzendieren und dann den Yoga zu machen. Nicht? Und das ist genauso für uns, wenn wir Handlungen begehen und so alles machen, das Beste ist erst transzendieren und dann in die Handlung gehen. Nicht? Erst die Burg erobern und dann die Aktivitäten da, die da anfallen. Nicht? Transzendieren. Und, aber das Wesen, wir sind ja bei der Angst. Und ich habe das Gefühl, dass ich meine Ängste losgeworden bin durch das ständige Transzendieren. Ich habe so auch Todeserfahrungen gehabt, so auch später, so nicht mit Krebs und Sachen, so ich will das jetzt gar nicht erwähnen, also ganz schlimme Sachen auch, so wo jeder sagt, oh Gottes Willen und so. Ich bin auch gar nicht ins Krankenhaus, weil die eine Krebssache wieder vor 3 Jahren oder so, Krebs und da hatte ich schon mal Krebs und da habe ich gesagt, nee, ich gehe nicht wieder ins Krankenhaus und so, und künstlicher Darmausgang und so, wollte ich alles nicht. Okay, und da habe ich mich entschieden, ich mache das selbst, aber ich konnte das machen, das heißt nicht, dass du das auch machen sollst, das heißt nur für mich hat das gestimmt, so mich zurückzuziehen. Hab was auf der körperlichen Ebene gemacht, habe mein System gereinigt. Ich habe ganz viel, aber deshalb wenig jetzt gerade, weil ich wieder gehört habe, wir können nichts tun, um zu erwachen. Doch, wir können alles machen. Wir können alles bis zu diesem Punkt hier tun, damit das Erwachen stattfinden kann. Das Transzendieren stattfinden kann. Wir reinigen unser Nervensystem durch Transzendentalmeditation oder das, was du machst, ist, betrachte ich jetzt so als Waschmaschine. Waschmaschine, die das Nervensystem reinigt, dass die ganzen Angsteindrücke und alles, die ganzen Eindrücke, die wir haben, dass sie gelöst werden, alle Stress und Verspannungen rauskommen und dann sind wir in dem Zustand, wo wir nichts tun können. Da, wo das einfach passiert. Und da müssen wir auch gar nichts mehr tun. Wir tun, wenn wir unser Leben betrachten, nicht? Wir tun doch eigentlich immer nur was, weil wir diese Dinger hier haben. Nicht? Guck mal, wenn ich eifersüchtig bin, oh, meine Freundin hat einen anderen Freund und so, jetzt bin ich eifersüchtig. Und dann laufe ich dorthin und gucke und mache ich nicht. Ich sage so, viele machen das so, ich mache das. Ja, auch wenn ich jetzt sage, ich mache das. Nein, ich mache das nicht. Ich nehme das an so nicht. Weil jeder hat das Recht auch, einen anderen Weg zu gehen. Er muss nicht bei mir bleiben. Ich laufe niemandem nach, niemand. Und diese Idee, ich laufe den Leuten nach und mache jetzt Werbung, hier auch hier mit meinen Videos, kann man auch so verstehen. Ich habe ein dickes Ego, mach jetzt hier ein Video, nicht, und dann rede ich von der transzendentalen Meditation und das ist wie so ein Rattenfänger, so nicht, der dann versucht, euch zu bekommen, dass ihr jetzt mit transzendentalen Meditation beginnt, wird mir ja vorgeworfen, schon seit Jahren, immer wieder. Ich bin da so weg von. Nicht. Ich habe gestern eine Stelle gelesen, da habe ich mich sofort drin wieder gesehen, in Yoga Vasishtha, das sind auch schöne Bücher, Yoga Vasishtha, habe ich 2 von, alles aber in Englisch,
Und dann habe ich gelesen, nicht, wenn man erwacht ist, dann handelt man, aber man kümmert sich nicht um die Früchte, die durch die Handlung entstehen. Und das sehe ich bei mir. Also ich mache viele Dinge auch jetzt mit den Videos. Ich mache das ja. Ich mache das. Ich habe so einen Impuls, manchmal morgens mit jetzt ein Video zu machen. Und dann mache ich das. Ich denke dann nicht daran, dass ich jetzt jemanden da zur Meditation inspiriere. Ich freue mich darüber. Aber ich freue mich nicht, dass ich das jetzt Geld einkassiere und dass die Bewegung viel Geld bekommt oder so. Nee, das ist doch völlig sekundär für mich. Also das Wesentliche ist doch für mich einfach die Freude am Tun. Und zu sehen, dass jemand glücklich ist mit dem, meinetwegen mit der Transzendentalmeditation. Und das habe ich auch erfahren. Und diese Videos gibt es ja jetzt auch schon, die könnt ihr euch auch ansehen. Nee, da gibt es ja zwei Leute, die ich jetzt auch hier eingeführt habe und die darüber sprechen, wie die Erfahrungen sind, dass sie auch schon gleich bei der Einführung diese Transzendenz erfahren haben. Und darum geht es mir. Also, und wenn du jetzt. Also ich bin nicht an Früchten interessiert, das möchte ich nochmal betonen, jetzt gerade hier auch nicht, weil das immer so ein Thema ist. Nein, das geht nicht darum. Es geht einfach, wenn man. Ich habe eigentlich gar keinen Grund, eigentlich. Keinen Grund zu sagen, weshalb ich das mache. Ich wurde schon aufgefallen, eben dann sage ich, oh, weiß gar nicht so, wo ich das mache. Es macht mir einfach Spaß, Freude. Und je mehr, weniger ich mich darum kümmere, dass da Leute zur Einführung kommen, umso mehr Leute kommen zur Einführung bei mir, merke ich. Oder je mehr werde ich angesprochen von Leuten. Und es rufen mich immer mehr Leute auf, Leute, die Kundalini-Probleme haben, die Beziehungsprobleme haben, die Schmerzen haben, die Krebs haben, alles Mögliche kommen. Und da habe ich früher, war ich da vielleicht mehr daran interessiert, dass die Leute kommen. Jetzt denke ich, oh, ich nehme alles an, ich akzeptiere es und das ist wunderbar, ohne an Früchte zu denken. Und wenn ich das jetzt von mir erzähle, habe ich am Anfang gesagt, dann erzähle ich das, wo du immer so Parallelen ziehen kannst. Es geht nicht um mich, es geht auch nicht um andere, was Leute erfahren. Es geht auch nicht um das, was ich alles erzähle und die ganzen Videos, die ich gemacht habe, dass ich das so zum Besten gebe. Das geht bei allem, was ich sage oder was du auch von anderen hörst und so. Für mich gilt das gleich und für andere auch. Dass man guckt, ist das was für mich? Sprich mich das an. Und wenn ich da meine Stress und meine Ängste, meine ganzen Wahnvorstellungen, die ich vielleicht habe, los. Sprich mich das an. Ist das logisch für dich? Und hör auf deine Intuition. Ist egal, ob du jetzt hier zuhörst oder woanders oder so nicht. Und du wirst sehen, je weiter dein Bewusstsein ist, so nicht, dass alles das, was ich auf allen meinen Videos gesagt habe, das wirst du bestätigt finden. Oder auch andere Meister, die, wenn du jetzt ein Osho-Anhänger bist oder was nicht, da wirst du auch, der wird ja falsch interpretiert ständig, so nicht. Die ganzen Leute werden manchmal falsch interpretiert. Manchmal auch so Basika wurde auch gesagt, hey, der hat gesagt, nee, es gibt kein Karma und so nicht. Und dann habe ich mal so ein Buch gelesen von ihm und so, da habe ich auch gesehen, dass er auch kaum sehbar, also kaum fällt es auf, auch da von Handlungen spricht, so nicht, die ihre Auswirkungen haben. Und so wird also immer, und das muss man auch verstehen wieder, nicht? Das nimmt mich niemand übel, wenn jemand auch was Falsches versteht. Das geht ja auch gar nicht anders. Solange wir hier die Sagen haben, auch jemand, auch Peter, du bist nur drin, das hier Leute zu werben. Das sind diese Muster, die kommen zum Vorschein, die wir haben und die werden immer wieder kommen. Nicht? Und diese spirituelle Ignoranz, nicht? Und die spirituelle Ego, was ja auch ganz viele haben, das wird sich immer wieder ausdrücken, wird immer wieder zum Vorschein. Man kann sagen, was man will, man braucht gar nicht mehr diskutieren. Das wird immer wieder kommen, weil solange diese Muster noch da sind. Und da hört man auch, es gibt Leute, die sagen immer das Gleiche. Ich sage auch immer das Gleiche. Aber wie ich mich selbst sehe, alles, was ich sage, ist immer hier, wo alles aufhört. Hier in dem Bereich, wo Vedanta beginnt, Vedanta, Ende der Handlungen, wo keine Handlungen mehr sind. Da gehen ihr könnt alle Videos nehmen, alles geht immer dahin, weil ich da die einzige Möglichkeit drin sehe, dass ihr das alles loswerden könnt, die ganzen geschriebenen Programme, den ganzen Schrott, alles, was nicht zu euch gehört, könnt ihr nur dadurch loswerden, indem ihr das transzendiert. Nicht durch Gespräche, Gefühle oder Handlung. Wenn Gespräche, Gefühle dich zur Transzendenz führen, ja.
Wenn das auf der Ebene der Gespräche und der Gefühle bleibt, nein, das führt nicht zum Transzendieren. Wenn die transzendentale Meditation sich nicht auflöst an dieser Stelle hier, wenn die nicht verschwindet, dann hat die keinen Wert für mich. Dann hängt mein Geist an diesem Mantra und ich komme nicht in das Nichttun, weil das Mantra, wenn es von alleine geht, das ist immer noch so eine Aktivität. Und das muss aufhören. Und wenn ich in dem Zustand vom Nichttun bin, dann kann es geschehen, das Transzendieren. Ich höre jetzt auf, möchte das Video beenden. Und ich denke, die Essenz ist jetzt, mache ich nochmal ganz kurze Zusammenfassung, die Essenz von alles, was du erfährst, deine ganzen Gedanken, wie sie sind, und Handlungen, die durch deine Gedanken entstehen, sind nicht richtig oder sind verfälscht, solange hier noch Eindrücke aus der Vergangenheit, solange es noch eine Vergangenheit für dich gibt, kannst du also nicht richtig im Einklang mit der Natur, mit dem Leben sein. Weil das hat nichts mit dem Leben zu tun. Das bringt dich immer wieder dahin, dass du aus dem Leben rauskommst, dass du das Leben gar nicht spüren, fühlen kannst richtig, wie es richtig ist. Und wenn das alles weg ist, ganz schnell in Verspannung weg sind, dann kommen ja die Gedanken direkt aus der Quelle des, die kommen auch so aus der Quelle, wenn ein Gedanke ist, ein kreativer Gedanke kommt auf, der kommt aus der Quelle, aber dadurch, dass wir Stress und Verspannung haben, wird dieser Gedanke sofort verfälscht. Er verändert sich, wird verunreinigt. Wenn es ein roter Gedanke war, der hier so aufkommt, und hier kommt hier ein roter Gedanke auf, und hier ist grün und schwarz im Stress, in diesem Lernsystem gespeichert, so Erinnerung, Farben, nicht so als Farbe, jetzt grün und schwarz, dann wird dieser rote Gedanke schwarz und grün beeinflusst, verändert und ist nicht mehr der klare Gedanke. Ist nicht der Gedanke, wie er aus der Quelle der Gedanken gekommen ist. Und das Ziel ist jetzt beim Erwachen oder so, deshalb macht man das ja und deshalb, also wir machen eigentlich das ja das nur, dass wir in Liebe sein können, in der Glückseligkeit sein können, dass wir unser volles geistiges Potenzial nutzen, nicht nur 5 oder 8%, sondern unser volles geistiges Potenzial, dass wir alle Lebensbereiche auf der Grundlage des reinen Bewusstseins voll leben können. Wir haben unsere Sinneswahrnehmung sind jetzt so begrenzt jetzt. Und wir sehen immer so Ausschnitte vom Leben. Wir erkennen gar nicht mit unseren Augen, mit Ohren und Fühlen und so die Ganzheit des Lebens. Und wenn unser geistiges Potenzial voll entwickelt ist und auf der Grundlage des reinen Bewusstseins handelt, dann haben wir die Fülle des Lebens. Und wenn das denn im Einheitsbewusstsein, wo ja auch Videos drüber gibt, wenn wir im Einheitsbewusstsein sind und uns in unseren Handlungen wiedersehen, uns, unser Selbst, darum geht es ja, Selbstrealisierung, unser Selbst in unserem Partner oder in unserem Chef, unseren Freunden, auch in unseren Feinden wiedersehen, dann haben wir den höchsten Zustand erreicht, aber es geht auch da noch weiter, aber da haben wir so diese Einheit zwischen Subjekt und Objekt, was wir jetzt auch sind, so Subjekt, und dass wir uns unser Selbst im Objekt erkennen können, haben wir dann erreicht. Und dann gibt es keine Angst, keine Probleme, keine Schwierigkeit mehr für uns in unserem Leben. Weil all die Illusionen, all die falschen Programme, die uns jetzt lenken und machen lassen und handeln lassen, die sind gelöscht, wenn wir transzendieren, dass die Stille so tief, wo alle Ängste und alle Eindrücke im Nervensystem sich auflösen und dann handeln wir im Einklang mit der Natur, mit den Gunas, mit den Naturgesetzen, die dafür verantwortlich sind, dass die Aktivität weitergeht hier im Leben. Aber wir sind nicht mehr die Handelnden. Wir sind frei, wir sind glücklich, wir sind in der wahren Liebe. Die wahre Liebe ist nicht begrenzt, nicht? Die Partnerschaftsliebe ist begrenzt auf den Partner. Aber wenn die auf der Grundlage der wahren Liebe ist, dann kann diese begrenzte Liebe zur Erfüllung kommen. Handlungen, die jetzt alle so begrenzt sind, die Augen sind begrenzt, das Hören ist begrenzt, also das Sehen ist begrenzt, das Schmecken und Fühlen ist begrenzt, kann auf der unbegrenzten Ebene sich so weit entfalten, dass es auch mehr ins Unbegrenzte geht. Und das ist, deshalb merkt man das Ganze ja mit dem Erwachen. Und ja.
Ich danke euch. Ich wünsche euch die Lösung aller Probleme, die Auflösung aller Stress und Verspannung. Und dann geschieht das Erwachen von alleine. Da muss man nichts machen dann. Da geschieht die Erleuchtung, die sich ja vom Erwachen noch unterscheidet. Und deshalb erwähne ich das auch immer wieder, das sind Schritte, die man auch bewusst gehen kann, um zur Erleuchtung zu kommen. Und dann geschieht das auch automatisch. Und wir können den höchsten Zustand, den höchsten bewussten Zustand, den jeder Mensch erreichen kann, leben. Und zum Schluss, du bist göttlich, egal wie viel Bewusstheit du hast. Jeder von uns ist göttlich. Jeder hat das göttliche Licht. Und jeder ist, kann man wertschätzen, wie er ist. Und selbst wenn jemand eine Tat begeht, die nicht gut ist, ist er auch göttlich. Und Gott verurteilt niemanden. Der verurteilt niemanden, weil er gar kein Urteil spricht oder macht, weil er ist nur der Spiegel. Macht der Spiegel was, wo du dich drin sehen kannst? Nein, er spiegelt dich nur. Und so ist das reine Bewusstsein genauso. Und das wirst du auch erfahren. Wenn du das reine Bewusstsein realisiert hast, wenn du erwacht bist, wenn du erleuchtet bist, dann wirst du, erkennst du dich als den Spiegel. Das reine Bewusstsein. Manche sagen auch, das ist Gott. Aber du erkennst dich, dass du der Spiegel bist. Und der Spiegel macht nichts. Selbst wenn da jemand Verbrechen begeht, das heißt nicht, dass der Körper dahin geht und handelt und versucht, das zu vermeiden. Doch, das geht. Aber der Spiegel, der das alles beobachtet, das, was du bist, tut nichts. Und deshalb ist ja in der Bhagavad Gita ganz viel darüber gesprochen, sei ohne die drei Gunas. Und dann handle. Handle auch. Der Körper handelt. Das ist nicht du handelst, der Körper handelt. Du schmeckst genauso und viel, viel intensiver und besser als vorher und du riechst besser und alles. So. Das ist alles göttlich. Dann. Das ist göttliches Hören, göttliches Sehen, göttliches Schmecken, göttliches Fühlen. Ich bedanke mich. Ohne Angst zu sein, heißt auch, in Frieden zu sein. Jai Gurudev.